Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 139 Erinnerungen. Nachdem Draco heute am ersten Tag der Ferien sehr früh aufgestanden war und sich ins Wohnzimmer begeben hatte, lehnte er sich auf der Couch sitzend zurück und ließ die Ereignisse vom Vortag Revue passieren, denn das war der erste Tag gewesen, an dem er die Schüler der Nachhilfe kennengelernt hatte. Er hatte ihnen am Ende die Aufgabe gegeben, über die Weihnachtsferien darüber nachzudenken, was ihnen in Zaubertränken Schwierigkeiten bereiten würde, damit sie das im neuen Jahr in Angriff nehmen könnten. Denn heute, nach dem Frühstück, würden fast alle Schüler nach Hause fahren. Er erinnerte sich daran, wie er gestern am liebsten kehrt gemacht hätte, als er in dem für die praktische Übung bereitgestellten Klassenraum in den Kerkern auch Sean erblickt hatte. Gerade ihm war er in letzter Zeit aus dem Weg gegangen. Sean war jedoch nicht von seinen Freunden begleitet worden und hatte sich die ganze Zeit über höflich und ruhig verhalten. Draco ahnte, dass McGonagall ihm eindringlich empfohlen haben musste, das Nachhilfeangebot in Zaubertränken anzunehmen. Neben Sean war eine weitere Siebtklässlerin aus Gryffindor anwesend gewesen. Die anderen vier besuchten ebenfalls die siebte Klasse, nur waren sie aus Hufflepuff. Drei Jungen und ein Mädchen. Erstaunlicherweise hatten die beiden Mädchen das Eis für alle gebrochen, wofür besonders Draco dankbar gewesen war. Mit ihrem Witz und Charme hatten sie unterschwellig dazu aufgefordert, die Häusereinteilung während der Nachhilfe einfach zu vergessen. Im Gegensatz zu Severus hatte Draco nicht nur in seiner vorbereitenden Rede zur Herstellung eines Trankes erwähnt, was man auf gar keinen Fall tun durfte, sondern er hatte darüber hinaus erklärt, warum man bestimmte Fehler unbedingt vermeiden sollte. Er hatte von den möglichen Nebenwirkungen, die ein nicht korrekt gebrauter Heiltrank mit sich bringen konnte, berichtet. Von den verheerenden Folgen für die Haut, Innereien oder des Gedächtnisses. Seine Mitschüler hatten ihm geradezu an den Lippen gehangen, als er die vielen schlimmen Dinge beschrieb, die geschehen könnten, sollte man sich nicht voll und ganz auf seinen Trank konzentrieren. Niemand hatte gestern Fehler mit solchen bösen Auswirkungen machen wollen, was dazu geführt hatte, dass die sechs Schüler den schnell herzustellenden Heiltrank, den sie im Unterricht durchgenommen hatten, beim ersten Versuch fehlerfrei gebraut hatten. Die sechs beschrifteten Ampullen mit den Proben aus den Kesseln der Schüler musste Draco, denn das war von McGonagall gefordert worden, Severus zur Kenntnisnahme überreichen, was er gestern noch nicht getan hatte. Momentan saß er in seinem Wohnzimmer auf der Couch und sträubte sich gegen die Arbeit, die heute auf ihn wartete. Seine Mutter trat aus ihrem Schlafzimmer heraus, indem sie gerade in Ruhe einen Brief an Lucius verfasst hatte. Sie lächelte ihm zu und setzte sich neben ihnen, bevor sie fragte: Hast du noch nicht angefangen, die Einladung zu schreiben? Nein, Mutter, war die knappe Antwort. Ich helfe dir gern, sagte sie freundlich und berührte mit ihren Fingerspitzen die Oberfläche der edel aussehenden Karten mit ihrem glänzenden Goldrand und der in den Karton eingestanzten Rosen. Nein, sagte er und seufzte, bevor er sich gerade hinsetzte und die Karten zu sich zog. Ich mache das schon. Gibst du mir bitte die Liste? Die Gästeliste war nicht lang. Susan hatte wahrscheinlich in Rücksichtnahme auf Draco davon abgesehen, zur Hochzeit zu viele ihrer Freunde einzuladen. Dabei würde er viel lieber Fremde um sich haben, als die Menschen, die auf der Liste standen. Er erkannte die Namen von so manchen ihrer alten Freunde aus der Schulzeit. Einige von denen konnte er mit der DA in Verbindung bringen. Ein Gefühl von Reue ergriff ihn,
als er sich ins Gedächtnis zurückrief, dass er früher einmal im Auftrag von Umbridge gegen diese Schüler gearbeitet hatte, und er fragte sich, was diese nun erwachsenen Menschen von ihm halten würden. »Ist etwas, Schatz?«, fragte seine Mutter einfühlsam. »Nein, ich frage mich nur, wie viele Gäste womöglich absagen werden.« »Damit müsst ihr leider rechnen«, stimmte seine Mutter zu. »Die Hochzeit kommt für die Gäste sehr überraschend.« Nickend stimmte er seiner Mutter zu, denn er war derjenige gewesen, der sich so viel Zeit gelassen hatte. Die Feder aus der Halterung nehmend und die Spitze ins Tintenfass tauchend, führte er seine Hand über die erste Karte, die er aufklappte. Der Text der Einladung war bereits auf der Karte vorhanden. Er musste nur noch die Namen der Gäste einfügen und die Briefumschläge fertig machen, bevor er den Schwungpost mit den Eulen abschicken würde. Nochmals seufzte er, bevor er den ersten Namen von der Liste auf die Einladung schrieb: Hannah Abbott. Gleich darauf begann seine Hand zu zittern, sodass die lange Feder wie ein Lämmerschwanz wackelte. Ihm war noch sehr gut in Erinnerung, dass Hannah Abbott die Schule im 6. Schuljahr verlassen hatte, weil man ihre Mutter tot aufgefunden hatte. Sie war das Opfer von Todessern gewesen. Er atmete stockend, ohne es selbst zu bemerken, aber seine Mutter sprach ihn deswegen an. Draco, fühlst du dich nicht wohl? Sie anblickend, log er. Alles bestens. Die ganze Zeit über, während er die Einladungen mit den Namen der Gäste versah und sich jeweils an die Personen zu erinnern versuchte, dachte er darüber nach, wie er auf all diese Menschen heute wirken würde. So wie er viele von ihnen nur aus der Schulzeit kannte, so würden diese ehemaligen Schüler ihn ebenfalls nur von früher kennen, und dass er damals unausstehlich gewesen war, musste er sich selbst eingestehen. Draco wollte am Tag seiner Hochzeit einen guten und bleibenden Eindruck hinterlassen, aber nicht nur bei denen, die auf der Liste standen. Susan hätte, da war er sicher, noch mehr Freunde eingeladen. Diese Erkenntnis führte einen Moment herbei, in welchem er seinem Bauchgefühl nachgeben wollte, nachdem er die letzte Einladung geschrieben hatte. Seine Mutter las noch einmal die Liste vor, auf der er die Namen nach und nach säuberlich durchgestrichen hatte. Da fragte Draco: »Gibst du sie mir bitte noch einmal? Ich möchte sie noch ein wenig vervollständigen.« Er überflog die Liste abermals und ganz unten, unter den bereits durchgestrichenen Namen, setzte er neue Namen. Namen von alten Freunden, von denen Susan oft gesprochen hatte. Namen von Menschen, an die sich Draco noch erinnerte, und von einigen, mit denen er gut zurechtgekommen war. Die Liste wuchs und wuchs, sodass er bald die Rückseite nehmen musste. Er schrieb die Weasley-Zwillinge und gleich darauf noch die anderen Mitglieder der rothaarigen Familie auf das Pergament. Als er sich für eine kurze Pause zurücklehnte, wurden seine Gedanken mit Erinnerungen an die Ordensverleihung überflutet, und er fragte sich, warum Susan nicht auch Luna und Neville eingeladen hatte, denn er wusste, dass seine zukünftige mit den beiden befreundet war. Von den Menschen, die während der Verleihung an seinem Tisch gesessen hatten, fehlte nur noch einer, und so fand auch der Name von Justin Finch-Fletchley seinen Weg auf die Gästeliste. Viele Anwesende der Verleihung hatten schon einen Eindruck von ihm erhalten, doch noch keinen prägenden. Und das wollte Draco nachholen. Mittlerweile musste er ein zweites Pergament zur Hand nehmen, damit all die Namen, die ihm im Kopf herumschwirrten, auch zu Papier gebracht werden konnten. Als letztes fehlte nur noch ein einziger Name, und den setzte Draco in Schönschrift unter all die anderen: Albus Dumbledore. Mit flinken Fingern zählte er die noch übrigen Einladungskarten und kam zu dem Schluss, dass diese keinenfalls ausreichen würden. »Mutter, kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun und in dem Geschäft, wo wir die Karten besorgt haben, noch einmal ein paar nachbestellen? Ich brauche sie unbedingt heute noch.« »Aber sicher, mein Junge. Wie viele benötigst du?« fragte seine Mutter. Grob ging Draco die Liste mit der Gäste durch und sagte: »200 oder mach besser 30 mehr.« Seine Mutter fielen beinahe die Augen aus dem Kopf,
denn zuvor waren es unter 40 gewesen. Nur eine Sache musste Draco noch erledigen, denn er musste Mr. Bones darüber unterrichten, dass kurzfristig einige Gäste mehr zu erwarten wären, weswegen er ihn gleich über den Kamin kontaktierte. Mr. Malfoy, einen schönen guten Morgen. Was für eine nette Überraschung. Meine Frau und ich haben gerade über die Hochzeit gesprochen, sagte Mr. Bones. Draco hatte noch immer nicht die Erlaubnis erhalten, den Vater seiner zukünftigen Braut mit dem Vornamen ansprechen zu dürfen, aber Susan hatte ihn beruhigt und ihm versichert, dass das bestimmt auf der Hochzeitsfeier geschehen würde. Mr. Bones, das ist wirklich ein Zufall, denn ich wollte mit Ihnen über kleine Änderungen sprechen. Ich weiß, dass Sie sehr viel Wert darauf legen, das Fest auszurichten und sich um alles zu kümmern. Über was für Änderungen sprechen wir hier? Fragte Mr. Bones, der ganz Ohr war. Die Anzahl der Gäste ist unvorhergesehen angestiegen, gestand Draco. Machen Sie sich keine Gedanken, Mr. Malfoy. Die Räumlichkeiten, für die ich noch zusagen muss, haben eine Kapazität von 100 Plätzen, beruhigte Mr. Bones, der durchaus wusste, dass die Gästeliste seiner Tochter und ihres Verlobten nicht einmal ganz 40 Gäste zählte und die Örtlichkeit mehr als das Doppelte an Personen vertragen würde. Gibt es auch Platz für ungefähr 250 Gäste? Fragte Draco scheinheilig. Eine Antwort ließ aber auf sich warten, weshalb Draco unsicher fragte. Mr. Bones? Ja, ich bin noch da, sagte dieser. 250 Gäste also. Das wird schwierig. Jedenfalls dort, wo ich... ich müsste noch woanders nachfragen. Die meisten großen Festsäle für so viele Personen sind bereits wegen verschiedenster Weihnachtsfeiern ausgebucht. Mr. Bones begann zu grübeln. Wenn ich nur wegen der Örtlichkeit einen Vorschlag machen dürfte, Mr. Bones? Erleichtert stimmte sein zukünftiger Schwiegervater zu, denn der wusste, dass er auf die Schnelle keinen Ort finden würde, der groß genug für so viele Gäste sein würde und dazu noch kurz vor Weihnachten frei war. Tief Luft holend schlug Draco vor. Wie wäre es mit Malfoy Manor, Sir? Bis zur Hochzeit werde ich es von vorn bis hinten hergerichtet haben. Im Hintergrund hörte Draco seine Mutter erschrocken Luft holen. Mr. Malfoy, Sie würden mir damit sogar einen großen Gefallen erweisen. Denn ich bin mir sicher, außer vielleicht Hogwarts keine passenden Räumlichkeiten für eine dermaßen große Gästeschar zu finden. Dann also Malfoy Manor. Ich werde für die gute Küche sorgen. Köche, Kellner, Lieferanten. Und alles, was dazugehört, habe ich längst unter Dach und Fach. Ich danke Ihnen für die Information, Mr. Malfoy. Ich habe zu danken, Mr. Bones. Einen schönen Gruß an die Frau Gemahlin, sagte Draco verabschiedend. Nachdem er seinen Kopf aus dem Kamin gezogen hatte, blickte er hinter sich und er bemerkte, dass seine Mutter ihre Fingerspitzen federleicht auf ihren Mund gelegt hatte. Ich weiß, was du denkst, Mutter, aber vertraue mir. Ich werde mir Hilfe holen und danach wirst du unser Haus nicht wiedererkennen. Er lächelte ihr zu, wovon sie sich anstecken ließ. Jetzt, dachte er, war es erst einmal Zeit fürs Frühstück. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.